Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute sehen wir uns schon wieder. Eigentlich sollte das Video erst morgen kommen. Aber da sich wirklich die Meinung zur Pommern wirklich drastisch geändert hat, habe ich mir gesagt, ich muss das Video wirklich schnellstmöglich raushauen. Weil gestern im Stream, ihr wisst selber, ich war überhaupt nicht begeistert von dem Schiff. Sie hat mich wirklich genervt. So sehr genervt, dass ich mir echt gesagt habe, boah, über das Schiff ein Video zu machen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Allerdings haben wir dann Ende des Streams einfach mal die Idee gehabt, Jojard als Inspiration reinzuhauen. Und siehe da, die Pommern kann dann wirklich richtig gut performen. Die hat dann wirklich so gut performt, dass ich nach dem Stream zum Venom gesagt habe, ey Venom, ganz ehrlich, ich kann noch nicht ins Bett gehen. Das mit Jojard hat echt gut funktioniert. Ich will das Ding jetzt wirklich nochmal ein paar Mal fahren und schauen, ob das wirklich sich, ja, wie soll ich sagen, sich durchsetzt mit Jojard, ne? Also, dass sie wirklich auf lange Sicht genau das macht, was sie eben soll, nämlich schön austeilen. Und das kann ich euch sagen, tut sie. Ich habe bis 4 Uhr morgens gespielt, hauptsächlich Pommern, und wir haben wirklich alle Runden gewonnen. Und ja, es ist jetzt 8 Uhr morgens, also ihr könnt euch jetzt vorstellen, ne, so 3,5 Stunden Schlaf hat der Adler bekommen. Aber es war mir einfach wichtig, dass ihr jetzt wirklich das Video zur Pommern nochmal bekommt, weil einige natürlich auch sofort enttäuscht waren, wo sie das so gesehen haben. Die Nachteile von der Pommern, die bleiben bestehen. Also, da hat sich nichts geändert, ne? Sie ist eben mega träge. Sie ist nicht die schnellste, sie braucht unfassbar viel Platz, bis sie wendet. Sie frisst halt unfassbar durch die Aufbauten. Das bleibt alles bestehen. Aber jetzt haben wir eben den Vorteil, dass sie auch austeilen kann. Und das war eben der Grund, warum ich so genervt war. Weil sie hat halt unfassbar viel gefressen, aber sie hat eben keinen Schaden gemacht. Und das war, was mich mega, mega genervt hat. Wie gesagt, Jojard, so wie ich es im Thumbnail auch gezeigt habe, Jojard ist wirklich Pflicht auf diesem Schiff. Ihr müsst wirklich Jojard reinmachen und ihr werdet mit dem Schiff dann auch wirklich Spaß haben. Schauen wir mal an, wie ich das Schiff jetzt geskillt habe. Als allererstes habe ich das Zielsystem Mod 1 drin. Ich hatte sie jetzt auch schon ein paar Mal nochmal in Full Secondary Build gefahren. Da habe ich eine Reichweite von 11,1 Kilometer Reichweite, das ist wirklich geil. Allerdings ist mir immer wieder aufgefallen, auch nach dem Stream habe ich es noch ein paar Mal probiert gehabt, dass die Secondary extrem lange braucht, bis sie überhaupt anfängt zu schießen, also bis sie wirklich wirkt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also die Schiffe sind in eurer Reichweite auch wirklich deutlich in der Reichweite, ne? Ich sag mal jetzt, die 11,1 Kilometer sind Grenze und die Schiffe sind so bei 8 Kilometern und ihr steht wirklich so, dass die Secondary auch wirken kann. Die brauchen wirklich so 10, 12 Sekunden, bis sie wirklich überhaupt anfangen zu schießen. Und ich sag mal, sie haben mich echt enttäuscht. Also klar, da kommt schon so ein bisschen Feuerwerk raus. Aber wenn ihr wirklich komplett auf Secondary spielen wollt, würde ich eher den Ruprecht nehmen, weil der Ruprecht hat da eine deutlich, deutlich effektivere Secondary. Also da fliegt so dermaßen viel vorbei von der Pommern und auch der Schadensoutput von der Secondary ist wirklich nicht so enorm, dass ich mir das wirklich einfach sparen würde. Also da ist sie wirklich nicht das, was eventuell vielleicht einige von euch erwartet haben, dass sie ein absolutes Secondary-Monster wird. Und was sie auch nicht kann, das ist wie bei der Bismarck auch, sie kann nicht nach vorne schießen mit der Secondary. Da passiert dann gar nichts. Also ihr müsst wirklich so ein bisschen die Breitseite zeigen, damit die Secondary überhaupt wirkt. Das hat ja die Bismarck auch. Witzigerweise kann das die Tirpitz aber. Na, ist halt Wargaming-Logik. Da können wir nicht viel drüber reden. Gut, also, als allererstes habe ich dann das Zielsystem Mod 1. Als zweites habe ich das Antriebsmod 2. Steuergetriebe muss man echt mal testen, weil sie wirklich eine verdammt schlechte Ruderstellzeit hat. Aber sie ist eben auch ein Riesenschiff und sie muss halt wirklich schnellstmöglich von dem Fleck weg, wenn ihr euch irgendwo festgefahren habt oder. Wenn ihr zum Beispiel die Breitseite zeigt, ihr wollt schnell da weg, da ist der Antriebsmod dann doch nochmal deutlich geiler. Es wäre halt geil, wenn man hier beim dritten Slot eventuell hier nochmal einen Steuergetriebe einbauen würde, um wirklich diese beiden Schwächen, die sie hat, ein bisschen abzugleichen. Also man merkt den Motormod schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist ein komplett anderes Schiff, ne? Dann habe ich als drittes das Tarnsystem drin und zum Schluss habe ich hier nochmal Nachladezeit der Hauptbatterie, also Hauptbatterie Mod 3 drin, um die Nachladezeit zu reduzieren. Allerdings kriegen wir auch schlechtere Turmdrehgeschwindigkeiten. Man könnte hier am Anfang auch auf das Zielsystem verzichten und nimmt dann hier einfach den Hauptbatterie-Mod, um einfach die Drehgeschwindigkeiten zu kontern. Kommen wir zur Ausrüstung. Wir haben dabei Schadensbegrenzung, wir haben dreimal Reparaturmannschaften dabei. Ihr seht es, 859 Punkte pro Sekunde. Wirkungsdauer 14 Sekunden, Nachladezeit 76 Sekunden und Anzahl des Verbrauchsmaterials haben wir 3 dabei. Verbesserte Secondary-Genauigkeit haben wir dabei. Ich finde es schade, dass wir hier kein Flugzeug ausrüsten können. Ja, weil ich denke mal, der Aufklärer wäre auch wirklich eine geile Alternative für das Ding.
Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier die verbesserte Sekundärgenauigkeit dabei. Granatengruppierung plus 100%, Streuung der Sekundärbatterie minus 50%, Wirkungsdauer 30 Sekunden, Nachladezeit 152 Sekunden und auch 3 Stück dabei. Ja, und dann haben wir hier nochmal zweimal Sonar dabei. Ordnung von Torpedos 4 Kilometer, Ordnung von Schiffen 6 Kilometer, Wirkungsdauer 60 Sekunden, Nachladezeit 171 Sekunden und 2 Stück dabei. Ich muss sagen, hier beim Sonar hätte ich es mir gewünscht, dass sie eventuell einen 6,5 Kilometer Sonar bekommen hätte, weil das hätte sie so ein bisschen abgezeichnet zum Ruprecht. Der hat, können wir auch nochmal gucken, der hat das 5,7 Kilometer, aber ich glaube, der Friedrich, der müsste auch das 6 Kilometer haben. Ja, der hat auch das 6 Kilometer. Das hätte sie wirklich so ein bisschen vom Friedrich abgesponnen, weil, ich sag mal, der Friedrich ist ja ein ähnliches Schiff zur Pommern, ne? Wir haben jetzt hier Drillingstürme, dafür ein kleineres Kaliber und auch weniger Leben, dafür aber wieder Torpedowerfer, aber im Großen und Ganzen sind die Schiffe schon recht ähnlich. Also, wer sagt, okay, der Friedrich war jetzt nicht so meins, oder auch der Kurfürst ist gar nicht meins, weil ich finde, dass der Vergleich zum Kurfürsten nochmal deutlich interessanter ist als zum Friedrich. Also wer wirklich den Kurfürsten überhaupt nicht leiden kann, der wird mit der Pommern auch keinen großen Spaß haben. Gehen wir mal weiter. Wir sind bei den Werten angekommen. Überleben 97 Punkte, wir haben 81.900 Trefferpunkte, Panzerung 19 bis 400 mm und eine Torpedoschadensverringerung von 25%. Also wir haben schon mal fast 10.000 Leben, oder wir haben 10.000 Leben weniger als der Kurfürst. Ja, Kurfürst sage ich schon wieder. Friedrich der Große, nee, 9.000, ja, 8.000 Leben weniger. Aber ich habe jetzt hier den Hyde drauf. Den sollten wir auch nochmal rausnehmen, damit wir hier gleich sind. Dann müssten wir doch fast gleich sein. Na gut, haben wir doch nicht deutlich weniger, sondern nur 3.000 Leben weniger. Dann kommen wir zur Artillerie. Wir haben hier 4x3 380 mm. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war nie ein riesen Fan von den 38ern auf High Tier bei den Deutschen. Also die Bismarck-Geschütze haben mich jetzt auch nie so vom Sockel gehauen. Aber auch hier sage ich nochmal klipp und klar, auch da habe ich schon Jarden nochmal raufgepackt. Ich habe heute Nacht dann wirklich nochmal Bismarck, Tirpitz, allen drum und dran rausgeholt. Und es hat einfach wirklich richtig gut funktioniert. Also da hat es richtig gescheppert. Ich habe eine Yamato gewonshottet mit der Bismarck. Das war einfach nur geil. Es war einfach wirklich nur geil. Feuerreichweite 19,8 Kilometer. Das finde ich auch sehr gut. Allerdings muss ich hier dazu sagen, ich habe den Hipper drauf. Also wir haben hier Streckenrekord in XXL drauf. Ich weiß, dass die Pommern eigentlich eher für den Mittelkampf oder für den Nahkampf gedacht ist. Gefällt mir aber nicht mit dem Schiff, weil sie einfach so riesig ist und ihr halt wirklich viele Schwächen habt mit der Größe dieses Schiffes, dass ich sagen muss, dass sie mir auf der Distanz doch besser gefällt und wir halt dann durch das Tarnmodul halt immer mal wieder zugehen können und uns neu ordnen können. Das bedeutet, dass wir dann wirklich, wenn wir zu sind, einfach nochmal das Schiff irgendwie komplett drehen können, weil das dauert bei ihr einfach. Und deswegen bin ich hier wirklich komplett auf Genauigkeit und Reichweite gegangen. Und das funktioniert bei der Pommern richtig, richtig gut. Wir haben eine Nachladezeit von 29,7 Sekunden. Da sind wir auf jeden Fall schlechter als der Friedrich. Der Friedrich müsste 26 haben. Also das sind schon mal 3 Sekunden Unterschied. Obwohl wir beim Friedrich ein größeres Kaliber haben. Ja, ich weiß, wir haben 4 Rohre mehr. Und auch noch Torpedos dabei. Trotzdem muss ich sagen, finde ich 29,7 Sekunden nicht gerechtfertigt für 38er. Also hier 27 Sekunden, 26 Sekunden hätte ich auch absolut in Ordnung gefunden. 29,7 finde ich dann doch ein bisschen hart. Dauer für eine 80 Grad Keramme 31,3 Sekunden. Ja, sind auch nicht die schnellsten, aber finde ich okay. Sprenggranaten Höchstschaden 4400, eine Brandwahrscheinlichkeit von 34%. Interessiert uns nicht, denn uns interessiert die AP. AP-Granaten Höchstschaden 13.340. Also ihr seht, der AP-Schadensoutput ist nicht der höchste. Trotzdem kann sie sich gut behaupten, muss man wirklich sagen. Wir haben noch dabei 8x2, 105 mm, Feuerreichweite 8,5 km, Nachladezeit 3,3 Sekunden, Sprengladen, Höchstschaden 1200, Brandwahrscheinlichkeit 5%. Dann haben wir nochmal 6x2, 150 mm, Feuerreichweite 8,5 km, Nachladezeit 7,5 Sekunden. Sprengladen, Höchstschaden 1700 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Torpedos haben wir auch dabei. Wir haben 2x4, 533 mm. Nachladezeit 90 Sekunden. Dauer 180 Grad Kehre 6 Sekunden. Höchstschaden 13700. Torpedoerkennbarkeit 1,3 Kilometer. Torpedoreichweite 6 Kilometer und eine Torpedogeschwindigkeit von 64 Knoten Torp. Also die typischen deutschen Schlachtschiff-Torpedos. Da hat sich im Großen und Ganzen nichts verändert. Ich finde es ein bisschen schade oder auch ein bisschen unrealistisch. Das Schiff ist halt wirklich riesig. Also hier wäre auf jeden Fall Platz gewesen für mindestens 2 Torpedowerfer pro Seite. Und dann hätte ich auch gesagt, okay, komm, dann sind die 29 Sekunden Nachladezeit irgendwo auch gerechtfertigt, ne? Aber so muss ich ganz ehrlich sagen, gibt der wirklich nur so 2, 3 Sekunden bessere Nachladezeit, dann hätte ich das auf jeden Fall fair gefunden.
Kommen wir mal zur Flugabwehr. 78 Punkte. Das klingt eigentlich nicht verkehrt. Allerdings hat jetzt Venom als CV immer mal wieder gesagt gehabt, wo er die Pommern angeflogen hat. Ey, die Pommern-Flak, das ist echt ein Witz. Also die holt mir hier überhaupt nichts runter. Also müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Manövrierfähigkeit, ja, das ist natürlich keine große Stärke von ihr. Haben wir 37 Punkte, 28,7 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Wendekreisradius 940 Meter. Immer noch besser als die Vladivostok. Die hat, glaube ich, 1000. Ruderstellzeit 18,1 Sekunde. Ja, das ist wirklich ein Riesennachteil. Tarnung, 40 Punkte, 13,9 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser, 11,5 Kilometer Erkennbarkeit zur Luft und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometer. Ich finde, dafür, dass wir so ein Riesenschiff sind, sind 13,9 Kilometer gar nicht mal so verkehrt. Aber wir haben halt auch das Tarnmodul drin, ne? Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Panzerung. Ja, und die ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das Problem ist gar nicht die Schiffspanzerung selbst, sondern wirklich die Aufbauten. Ne, ihr seht schon wieder, die Aufbauten liegen bei 17 bis 24 mm. Die werden einfach eiskalt penetriert. Die werden penetriert. Und da werdet ihr einfach unfassbar viel Schaden schlucken, dass ihr echt denkt, ey, wo ist eigentlich mein Leben hin, ne? Obwohl ich gar keine große Schelle kassiert habe. Und die HE ist halt ein Riesenproblem bei dem Schiff. Also die HE ist wirklich die Achillesferse von diesem Schiff. Ihr werdet brennen. Das ist wirklich ein Riesennachteil. Wir haben hier 32 mm und wir haben halt hier noch einen wunderschönen Eisbrecher, der nach oben weggeht. Das ist natürlich sehr, sehr geil, weil der uns natürlich die Bugpanzerung ein bisschen ja, schützt, ne? Also so kann es halt auch passieren, dass so eine Yamato, die da wirklich komplett auf die Wasserlinie vom Bug zielt, nicht durchkommen wird. Und das ist natürlich ziemlich geil. Schauen wir uns den Rest mal so an, den wir haben. Also, wir haben noch die Deckpanzerung von 50 bis 150 mm. Ihr seht es, gerade da, wo unsere weichen Aufbauten sind, haben wir eben auch ein weiches Deck. Also, Steilfeuer tut wirklich weh. Das kann ich euch sagen. HE tut wirklich weh, weil ihr einfach wirklich unfassbar schnell zündelt. Durch die leichten Aufbauten oder durch die weichen Aufbauten, so ist es richtig. Und dann auch noch durch das weiche Deck. Also, wie gesagt, HE ist wirklich ein riesengroßes Manko. Da solltet ihr wirklich aufpassen. Schauen wir uns doch die Zitadelle an. Die liegt so leicht über dem Wasser. Im Nahkampf kann sie schon einiges dodgen, allerdings wirklich, zeigt niemals Breitseite mit dem Schiff. Die frisst wirklich. Auch im Nahkampf frisst dieses Schiff ungemein. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Übersicht, Panzerschiff, überdurchschnittliche Stärke der Panzerung, größerer Widerstand gegenüber allen Formen der Panzerungsdurchschlagskraft, kann ich nicht bestätigen, wirklich nicht. C, überdurchschnittliche Basis-DP, naja. Sekundärreichweite, überdurchschnittliche Reichweite der Sekundärbatterie, das stimmt, ne? Also wie gesagt, 11,1 Kilometer bekommen wir mit ihr hin und das ist wirklich nicht verkehrt. Gut, kommen wir zum Kapitän. Und ihr seht's, ich habe mich für einen Franz von Hipper entschieden. Und muss ehrlich sagen, Franz von Hipper, ihr wisst ja, ich bin den damals gefahren ohne Ende. Und das war auch mein allererster Kapitän, den ich auf 16.4 hatte. Und Franz von Hipper mit seinem schönen Bärtchen, der funktioniert auf dem Schiff in meinen Augen einfach wirklich am besten. Ich habe als Inspiration Otto Ciliax, um den AP-Schaden nochmal zu verbessern. Und wie gesagt, Robert Jojov, den müsst ihr wirklich drauf machen, Freunde. Wenn ihr wirklich einen schönen Schadensoutput mit den Guns haben möchtet, ihr müsst wirklich Jojar drauf machen. Ich erinnere mich, glaube auch dran, dass ich genau die Skillung fast auf den Friedrich genutzt hatte, ne? Deswegen verstehe ich gar nicht, warum ich das im Stream überhaupt nicht mal getestet habe. Es ärgert mich so ein bisschen. Also, doch, wir haben es ja getestet zum Schluss dann, ne? Aber es ärgert mich, dass wir die ganze Zeit den Jojar einfach wirklich außen vor gelassen hatten. Jojar ist wirklich mega, mega gut auf dem Schiff und dann kann das Ding auch wirklich gut performen. Wir haben als Basisfähigkeit Reichweite der Sekundärbatterie und Granatgruppierung der Sekundärbatterie. Also wir haben hier halt auch nochmal so einen kleinen Vorteil, was die Secondary angeht. Ja, ganz normale Skillung, eine flammierten Kanonier, dann habe ich hier rotierenden Bohrer, Treffsicherheit, strengen Rekord in XXL, wirklich sehr wichtig und Wille zum Wiederaufbau. Auch ein Perk, der für mich einfach bei Schlachtschiffen ein Muss ist, ne? Weil sonst seid ihr wirklich in Sekunden wirklich weg. Hyde ist natürlich eine gute Alternative, weil es ein Hybrid ist. Allerdings, Hyde hat eben kein Wille zum Wiederaufbau. Das ist für mich schon ein Riesenkriterium und er hat halt auch keinen strengen Rekord in XXL. Das kommt auch noch oben drauf, ne? Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist Franz von Hipper, ja, ich weiß, dass wir nur 3 Heals haben. Und klar, 5 Heals ist nochmal 1000-mal geiler, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, dass ich da halt lieber den Franz von Hipper lieber nehme. Wir haben den Vorteil, dass wir einen Heal mehr haben als der Friedrich, ne? Der Friedrich kommt auf maximal 4 Heals, bei der Pommern kommt die auf 5 Heals. Dafür, wie gesagt, haben wir ein bisschen weniger Leben. Trotzdem, Nachteile von dem Schiff sind einfach die Größe. Sie braucht ungemein, bis sie gedreht hat. Also sie hat einen riesen Wendekreisradius. Sie ist unfassbar anfällig, was die HAE angeht. Sie frisst halt unfassbar durch die Aufbauten.
Und ja, ohne Jojard macht sie keinen wirklich großen Schaden. Mit Jojard, muss ich sagen, hat sie wirklich jetzt ihren Vorteil, dass sie wirklich richtig gut einen raushauen kann. Gut, Freunde, das soll es gewesen sein vom Infoteil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Bis gleich. So, Freunde, willkommen auf der Pommer. Bevor es jetzt hier losgeht, würde ich direkt die Werbung raushauen. Denn Holy hat nämlich einen neuen Eistee rausgebracht. Und zwar Pfirsich Nektarine. Ich bin überhaupt kein Nektarinen-Fan. Und deswegen bin ich froh, dass man Nektarinen wirklich nur ganz, ganz leicht schmeckt. Also für die Leute, die genauso denken wie ich. Auf jeden Fall mal probieren. Schmeckt richtig, richtig gut. Nehmt die kurz mit, spart euch ein bisschen was und habt viel Spaß damit. So, Freunde, kommen wir jetzt zur Pommer. Wir sind hier Kampfzone Herrschaft unterwegs. Begleitet werde ich von Master Jigsaw in seiner Soyuz. Wir haben eine Marlboro, eine Ruprecht, eine Iowa, eine Georgia, eine Key, eine Kronstadt, eine Hayate, eine Somas und eine ZF6 im Gegnerteam. Ja, Master Jigsaw, wirklich ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Mega sympathischer Kerl. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und der Knabe streamt auch ab und an mal auf Twitch. Schaut doch einfach mal rein. Er kann ja mal seinen Account, wollte ich gerade sagen, seinen Twitch-Kanal gerne unten in die Kommentare verlinken. So, Freunde, wir sind hier bei A und ja, seitdem Jojard drauf ist, Freunde, wirklich ist die Pommern ein richtig, richtig geiles Schiff geworden. Klar, wie gesagt, sie hat ihre Nachteile nach wie vor und sie ist auch wirklich nicht einfach zu spielen, keine Frage. Und für die Leute, die wirklich mit der Kurfürst überhaupt nicht klarkommen und sagen, boah, ich hasse den Kurfürst. Es gibt für mich kein schlimmeres Schiff auf Legendär wie der Kurfürst. Der wird mit der Pommern definitiv auch keinen Spaß haben. Also für die Leute, lasst das Schiff weg. Schaut euch das Video an, ihr werdet jetzt sehen, dass mit Jojard wirklich deutlich mehr Schaden geht, aber sie frisst nach wie vor. Also durch Jojard ist sie jetzt kein anderes Schiff geworden, ne? Sie kann sich einfach nur besser verteidigen. Das war's. So, wir schauen mal. Ja, Georgia ist aufgegangen, kommen wir aber leider noch nicht dran, dank den riesen Inseln. Da ist noch eine Iowa, ja, steht halt wirklich total bescheiden zu uns. Und da war ich dreimal am Überlegen, ob ich wirklich rausschieße. Hab jetzt hier ein bisschen höher gehalten. Die Granatgruppierung ist von dem Schiff an sich auch wirklich in Ordnung. Aber die Streuung zum Schluss, ne, das ist halt wirklich so eine Sache bei dem Kahn, wo man dann wirklich immer mal wieder mit dem Kopf schütteln kann. Aber trotzdem, ne, hier frontal auf eine Iowa 2668 Schaden gedrückt. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass uns hier die Georgia nicht eine drückt. Aber die Georgia geht lieber auf die Soyuz. Sehr schön. Und für die Leute, die sich wundern, warum ich die Permanent-Tarnung abgemacht habe, sie gefällt mir einfach nicht. Ich mag die Jäger-Tarnung irgendwie deutlich lieber. Ich mochte auch die von der, wie hieß sie, von der Brandenburg. Die Tarnung hat mir auch überhaupt nicht zugesagt. Das sieht irgendwie so aus wie so ein Arschgeweih, ne? Das hat mir nicht gefallen. Ja, wie gesagt, es ist wirklich ein Kurfürst, Freunde, auf T8. Sie verhält sich wie ein Kurfürst. Sie hat einfach nur kleinere Türme. Sie hat genauso bescheidene Turmwinkel wie der Kurfürst. Das heißt, wenn ihr hier wirklich mit der vollen Breitseite schießen wollt, müsst ihr wirklich schon fast die komplette Breitseite zeigen. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. So, hier kommen Torpedos. Deswegen habe ich hier erstmal direkt so nah gezündet. Ja, und wie gesagt, mit Jigsaw, es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Der Knabe hat mir auch wirklich leid getan, weil er hat dann gesagt, hier Adler sei mir nicht böse, aber ich muss ins Bett. Und ihr kennt mich ja, dann habe ich gesagt, ach komm, eine Runde können wir noch zum Feierabend machen. Ja, daraus sind dann nochmal 4 Runden geworden, das tut mir wirklich leid, so. Aber trotzdem, es hat mega viel Spaß gemacht. So. Dann schauen wir mal, ob wir eventuell der Georgia eine drücken können, weil der Vorteil ist natürlich, die Georgia frisst halt auch ungemein durch die Aufbauten. Wirklich ein Schlachtschiff der Amerikaner, die wirklich auch mal mega schön durch die Aufbauten futtern. Ja, war jetzt die Streuung nicht auf unserer Seite. Trotzdem haben wir hier 7000 gedrückt, das ist schon mal nicht verkehrt. So, Secondary haben wir jetzt auch auf sie gewählt. Vor uns ist auf jeden Fall ein DD. Boah, schönes Ding, 3900. Der andere Schaden war nicht von uns. Und jetzt kommt gleich wirklich was Witziges, Freunde. Weil die DDs scheinen wirklich die Pommern sehr, sehr zu lieben. So, gehen wir hier nochmal auf die Georgia. So, hier werden wir auf der rechten Seite von unserem DD gestreichelt. Und da kommt der andere DD. Ich weiß nicht, was die zwei vorhat. So, komm, vielleicht kriegen wir jetzt die Georgia raus. Jawohl, zack, erstes Blut, Georgia raus. Perfekt. Und ihr seht's, ne, also der Schadensoutput selbst bei Schiffen, die jetzt frontal stehen, ist einfach um Welten besser. Wirklich um Welten besser. Also was den Schadensoutput angeht, ist sie wirklich jetzt ein komplett anderes Schiff. Das muss ich ehrlich sagen. Und deswegen war es mir einfach so wichtig, dass genau heute noch das Video erscheint.
damit ihr einfach jetzt wirklich meine Meinung oder, und meine Endmeinung zu diesem Schiff erfahren könnt. So. Und ihr seht's, ne? Also wir müssen jetzt hier nochmal richtig nachdrehen, damit wir die hinteren Türme benutzen können. Und das ist wirklich schon fast komplett Breitseite zeigen. Und zack, Zitadelle auf die Key. Komm, das können wir vielleicht nochmal. Die steht da so schön. Ja, und abbremsen, ne? Das ist halt auch überhaupt nicht das, was ich mag. Ja, die könnten vorbeigehen. Oh, gerade so. Komm, ich möchte nochmal auf die Key schießen können. Haben hier auch schon wieder zwei Schiffe verloren. Also unsere C-Flanke, die fällt. So, Key will sich jetzt auch so langsam zurückziehen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn er einfach vorwärts gefahren wäre. Nochmal 13.000 auf die Key. So, ich wollte jetzt wirklich so ein bisschen auf die Iowa pushen, ihr dann meine Torpedos drücken. Torpedos voraus. Ah, da kommen wieder Torpedos. Diesmal werden wir auch einen bekommen. Aber er hat jetzt hier Gott sei Dank mal keinen Wassereinbruch gegeben. Das ist auch so eine Sache, also sie kriegt halt auch wirklich sehr schnell Wassereinbrüche. Also die Nachteile sind schon enorm, das muss man wirklich fairerweise sagen. Und sie ist bei Weitem nicht der beste T-8er. Also wie gesagt, jawohl, nochmal schöne Zitadelle. Ich finde eine Marco Polo deutlich, deutlich stärker. Aber wie gesagt, sie kann sich halt jetzt wirklich wehren. Und das ist halt der wichtige Punkt. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf die Key. Komm. Feueralarm. Jawohl. So, ihr habt's gesehen, ne? Die ersten sind schön in die Panzerung gegangen, die sind schön abgeprallt, die zweiten sind in die Aufbau gegangen und dann hat's auch schon wieder ein bisschen gescheppert, ne? Klar, war jetzt kein großer Schaden, aber es hat eben nochmal gescheppert. So, komm schon. Nochmal auf die Kronstadt, ah, sie steht halt wirklich sehr bescheiden. Ja, aber trotzdem nochmal 7000 gedrückt. Jawohl, Iowa ist raus, Master Jigsaw hast du rausgenommen. Sehr wichtig, dass wir jetzt hier auf der linken Seite schön Platz haben. So, Doppelbrand, wie ihr seht. Na, komm schon. Bremsen natürlich jetzt hier ein bisschen ab. Wie gesagt, dauert bei der Pommern wirklich, wirklich lange, bis sie abbremst. Das muss man wirklich einkalkulieren. Da kommen die nächsten Torpedos von der Somas. Na, einen werden wir wieder kassieren. Und dann müssen wir hier auch gleich, zack, gelöscht, gleich reparieren. Das war wichtig. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt den Doppelbrand nicht gelöscht habe. Weil es mir schon klar war, dass hier auf jeden Fall nochmal Torpedos auf uns kommen. So. Was macht die Key? Key kommt jetzt auch auf uns zugefahren. Stehen hier halt wirklich schön in der Mitte. Ah, jetzt dreht sie leider ein. Ah, Somas leider wieder zu. Aber wir haben die Somas nochmal angezündet, oder was, die Key? Und ihr seht, zack, schon wieder ein Brand. Also, das ist wirklich eine Sache, da müsst ihr euch mit abfinden. Sie brennt halt wirklich einfach sehr, sehr schnell. So, noch ein bisschen höher gezielt. Ja, das war leider gar nichts. Und sie dreht auch leider ein. Und ihr seht, und schon wieder ein Doppelbrand. Ne? Also, das ist echt abnormal, was die einfach an Bränden kriegt. Aber die könnte jetzt raus sein, die Key. Ein Torpedotreffer, jawohl. Zwei Torpedotreffer und die Key ist Geschichte. Ziehen uns jetzt ein bisschen zurück. Dass wir vielleicht sogar die Hoffnung haben. Jawohl, schön. Die Torpedos gehen vorbei. Genau das wollte ich gerade sagen. Dass die Somas nach vorne gezielt hat mit den Torps. Ah, da ist noch ein Ruprecht. Gehen wir auch nochmal drauf. Und da ist die Somas. Die muss raus. Die muss wirklich raus. Hinter uns ist auch noch ein DD. Wie ihr seht, ne? A wird eingenommen. So, komm schon. Gehen wir nochmal auf die Somas. Vielleicht haben wir Glück, dass wir die Somas rauskriegen. Das wäre auf jeden Fall schön. Jawohl, Somas auch raus. Und jetzt haben die nur noch ein DD. So, jetzt wieder nach vorne und denkt dran, wir haben das Modo-Modul drin. Und achtet mal wirklich, wie langsam sie wirklich Fahrt bekommt. Da ist die ZF. So, gleich auf die ZF erstmal unseren Secondary draufgehauen. Gleich natürlich auch die Secondary-Verbesserung angeschaltet. Ah, leider geht sie wieder zu. Und ihr seht's, ne, wir sind wieder am Brennen. Es wäre wirklich mal interessant zu sehen, so nach dem Gefecht eine Statistik zu kriegen, wie oft das eigene Schiff gebrannt hat. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil ich glaube, so 10 Mal werden wir hier auf jeden Fall hinkriegen. Und das ist natürlich dann schon hart. Das ist wirklich, wirklich hart. So, jetzt sind wir hier nochmal auf die Marlboro gegangen.
Ah, Torpedos, komm. Vielleicht können wir den nochmal ausweichen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Wieder ein Doppelbrand. Mussten wir jetzt einfach löschen, weil wir eben nicht mehr viel Leben hatten. Jawohl, sind aber Gott sei Dank ausgelaufen. Auf jeden Fall unser Vorteil. Und das ist jetzt, was ich meinte. Wir haben jetzt den Wille. Und der Wille ist jetzt halt das, was uns wirklich am Leben hält. Problem gelöst. Na komm schon. Der Marlboro würde ich gerne nochmal eine drücken. Ah, war leider nichts. Aber ihr seht es, wir sind bei 156.000 Schaden. Ne? Das haben wir wirklich nicht einmal, nicht mal ansatzweise in der Nähe geschafft. In den Streamrunden. Aber wir können uns jetzt hier das letzte Mal heilen. Unsere zwei DDs gehen da auf die ZF. Deswegen hoffe ich mal, dass die zwei Lieder jetzt auch noch rauskriegen. Gucken nochmal, dass wir hier eventuell den Ruprecht nochmal erwischen können. Aber es sieht leider nicht danach aus. Leider, leider nicht. Sehr ärgerlich. Na, jawohl, schön. Dafür hat den Master Jigsaw ihn erwischt. Ah, diesmal Gott sei Dank kein Brand. Wir müssen hier weg, ne? Wir müssen jetzt hier weg. Sind nur noch zwei Schiffe. Wir sind drei Schiffe. Das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich zusammenbleiben und schauen, dass wir die zwei Dinger dann noch wegkriegen. Weil ihr seht, die Marlboro nimmt da oben noch D ein, ne C, Entschuldigung, und hat es auch einkriegen können, wollte ich gerade sagen, hat es auch eingenommen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt Captain Nachteil. Sag mal gucken, ob wir der eventuell nochmal einen drücken können. Das wäre natürlich auch nochmal hervorragend. Ah, jetzt wird Jigsaw mit HE beschossen. Ne, das war leider gar nichts. Die hat leider nochmal abgedreht. Ja, wir drehen jetzt natürlich Richtung Inseln, damit eben die Kronstadt nicht mehr auf uns wirken kann. Das Gute ist allerdings auch, dass er wirklich hier permanent Metall schießt. Weil die Kronstadt hat halt wirklich auch eine sehr, sehr starke AP. Na, komm schon. Jawohl, hat er ihm nochmal schön einen gedüdelt. Wir brennen mal wieder. Also ich glaube, 10 Brände ohne Witz reicht in der Runde gar nicht. Vielleicht macht sich ja mal einer die Mühe und zählt wirklich hier mal die Brände nach. Und schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren, wie oft wir hier in der Runde gebrannt haben. Ach, leider hat sie wieder eingedreht. Ich habe noch mal ein paar Sekunden gewartet mit dem Schießen. Aber wie gesagt, wir versuchen jetzt hier wegzukommen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, komm, wir warten jetzt erstmal kurz hier, damit wir uns erstmal wieder regenerieren können. Ne? Dass mein Brand erstmal ausfällt, der Wille wieder mein Leben vollhaut. Und der Jigsaw hat noch auf sein Heal gewartet. Der war gerade noch im Cooldown. Und deswegen haben wir jetzt hier erstmal kurz abgebremst. Aber trotzdem, schon 156.000. Das ist schon mal eine wirklich geile Leistung mit ihr. Das muss man einfach fairerweise sagen. Aber wir haben ja noch 2 Minuten 40. Wir haben ja hier noch 2 Minuten 40. So, unser Brand ist weg. Aber wir haben leider kein Heal mehr, ne? Klar, hätten wir jetzt Zeit, hätten wir noch 2 Heals gehabt, aber eben kein Wille. Und ich finde, wie gesagt, den Wille dann doch nochmal deutlich, deutlich wichtiger. So, und dann haben wir halt gesagt gehabt, alles klar, pass auf, ich werde mich dann um die Marlboro kümmern. Also ich schaue nach rechts, schau du nach links, weil ich denke mal, dass die Kronstadt gleich kommen wird. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass die Kronstadt von hinten kommen wird. Und da haben wir dann beide gesagt, alles klar, wir winkeln uns Richtung Marlboro an. Er dreht trotzdem die Türme nach links weg, falls sie dann doch von vorne kommen sollte, dass er sie halt gut bekämpfen kann. Weil es wäre jetzt totaler Schwachsinn, wenn wir beide unsere Türme nach rechts richten, ne, und die Kronstadt halt außer Acht lassen. Gerade im Nahkampf kann die Kronstadt halt Schlachtschiffen richtig, richtig gefährlich werden. Und ihr habt es gesehen, wir haben beide einfach nicht mehr viel Leben. Aber sie kommt, ja, sie will hinten lang fahren, das ist schon mal sehr gut. Aber wir zeigen jetzt hier wirklich der Kronstadt ein bisschen die Breitseite, winkeln uns aber jetzt an. Da ist die Marlboro. Und gucken mal, ob mir der Marlboro hier eventuell nochmal schön eine drücken können. Das wäre natürlich sehr geil. Ja, und kommen jetzt hier aber leider nicht schnell genug wieder an der Insel vorbei. Aber trotzdem hier 9000 Schaden auf die Marlboro. Das ist nicht verkehrt. Aber ihr seht's, ne, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder ein Stück zurückfahren, damit wir hier eben an der Insel vorbeifahren können. Und das ist natürlich sehr, sehr nervig. Aber wie gesagt, das ist beim großen Kurfürsten auch so. Und deswegen sage ich immer wieder, wer den Kurfürsten mag, der wird mit der Pommern auf jeden Fall seinen Spaß haben. Wie gesagt, ich würde hier wirklich Jojat reinmachen,
Das ist wirklich deutlich, deutlich besser, weil ihr müsst halt bedenken, ihr habt ein deutlich kleines Kaliber als der große Kurfürst und kommt halt auch immer wieder gegen Legendäre an. So, komm schon, Malboro. Zeig dich nochmal. Es sind nur noch 51 Sekunden. Ich würde dir halt gerne nochmal richtig ordentlich eine drücken. Da kommt sie. Breitseite geht raus. Vielleicht haben wir ja zumindest eine Zita rein. Jawohl, eine Zitadelle. 22 Sekunden. Das heißt, wir können noch einmal auf die Malboro wirken. Ich hoffe, Jigsaw kriegt das auch mit der Kronstadt noch hin. Ja, die Kronstadt kommt nämlich jetzt auch da hinten breit sogar raus. Ja, brennt schon wieder. Da habe ich mir dann auch gedacht gehabt, komm, es sind eh nur noch 90 Sekunden. Den löschen wir jetzt direkt. Den Schaden gönne ich ihm nicht. So, und jetzt drehen wir nochmal schön mit der Breitseite rein. Hauen hier nochmal eine volle Breitseite raus. Und schauen mal, ob wir hier nochmal was reinhauen können. Triple Zitadelle auf die Malboro. Malboro ist noch raus. Und Master Jigsaw hat hier auch noch die Kronstadt rausgenommen. Also in der letzten Sekunde haben wir hier noch beide Schiffe versenkt. Leider ist die Malboro durch den Brand von der Hayate rausgebrannt. Und leider nicht durch mich raus. 230.683 Schaden. Dreadnought Feuerfest, Unterstützer, erstes Blut. Und Großkaliber hat 6 Zitadellen gemacht. Platz 2 mit 2.863 Base-CP. Platz 1 die Hayate mit 3.163. Also auch einen hervorragenden Job gemacht. Und Jigsaw auf Platz 3 mit 2.277 Base-CP. 224.006 Credits plus gefahren. Fazit zum Schluss. Also mit Jojard ist der Schadensoutput wirklich um Welten besser, Freunde. Macht den Jojard drauf. Und dann werdet ihr auch mit der Pommern wirklich viel Spaß haben. Ja, sie ist wirklich anfällig. Sie ist echt nicht einfach zu spielen und es wird auch immer wieder dazu kommen, dass ihr Frust mit dem Schiff haben werdet, aber wie gesagt, mit Jojard habt ihr dann einfach die Möglichkeit oder den positiven Effekt, dass sie sich eben dann gut wehren kann und dass sie halt auch eben richtig gut einen austeilen kann. Trotzdem muss man ganz fairerweise sagen, die Pommern ist definitiv nicht das stärkste T8-Schiff, da gibt es deutlich bessere, aber sie kann sich, wie gesagt, mit Jojard einfach gut wehren und kann sich dann auch gut performen. Und das ist ja das Wichtigste, ne? Also, ich muss sagen, mittlerweile macht sie mir wirklich Spaß. Trotzdem wird sie nicht mein Favorit auf T8 werden. Da bin ich ehrlich zu euch. Aber, wie gesagt, mit Jojard macht sie mir wirklich Spaß. Und ihr habt es gesehen, sie kann sich dann wirklich gut behaupten. Und da ist der Schadensoutput auch wirklich so, wie man es sich wünscht. Gut, Freunde, dann würde ich natürlich noch meine Kanalmitglieder grüßen. Den Kamikaze, Alpha Schwadron, One-Shot Pro, Johnson Segen, Berserker Wolf, SGE Andy Wolf, Zölli 112, Entfessel den Quaken, Bunter Schuh, der Firsty 1979, Dima, The Game, Pika Maus, Captain Kalle 1887, Panda Bär 98, René XXX, Nico V8, Raymond Haha, Alpi King, TDStar und Sirius 05. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall die Tage mit der Napoli wieder. Bis dahin, euer Adler, macht's gut!